Kommen wir heute noch mal kurz zu den Lubausäckchen. säckchen ich Weiß ich kann man das hier erkennen, die ganzen kleinen Hüpferlinge, wie sie an der Scheibe hier rumtouren. So, okay, also, so sieht das heute aus. Äh, schwarz ist das Wasser. Ja, schwarz wie Teer. Was vermutest du, wodurch kann das kommen, dass Wasser von grün schwarz wird? Woher kennst du das? Ja, ganz genau. So ist es. Schwarzer Tee. Und genau so riecht das wie schwarzer Tee. Das ist schon mal krass coole Sache, dass es voraussichtlich so ist. Wir können es noch nicht beweisen in dem Sinne, aber das nehmen wir jetzt erstmal so mit. Hier ist so ein Lubau-Säckchen noch. Ich zeige das jetzt nochmal in der Aufnahme, bevor wir das hier einfüllen. Hier habe ich jetzt Osmosewasser drin. Und dann kippe ich das gleich hier rein, um das mal zu verdünnen. Denn äh, ist auch ein bisschen wenig Wasser für so viel, ich sag's mal, Inhaltsstoff in dem Sinne. Aber erstmal gucken wir uns das nochmal genauer an. So schaut das Ganze jetzt aus. Selbst das Licht von der Lampe kommt nicht mehr durch die Teesuppe durch. Das ist schon crazy, dass wir das so mitnehmen können, wie das aussieht. Na, hier ist das Lubao-Säckchen und in dem Lubao-Säckchen befindet sich ja auch so. Ja, ein Keramikröhrchen. Das haben wir letztes Mal im Film gesehen. Was da halt so drin ist. Wir sehen hier unten, was sich halt abgesetzt hat. Was das sein könnte, habe ich noch keine Vermutung. Hier unten sehen wir dann jetzt in Anführungsstrichen die Teeblättchen liegen. Ist auf jeden Fall doch sehr interessant, was sich da jetzt so zeigt. Ja, okay, mehr weiß ich noch nicht. Ob wir noch was anderes in Erfahrung bringen, weiß ich auch nicht. Aber wir werden das Ganze jetzt hier mal hineinfüllen. Ganz einfach, ja, ne, weil, wie gesagt, ist ja doch ein bisschen wenig Wasser. Für so viel in dem Sinne. So, dann äh, kippe ich das erstmal so rein hier. Jetzt haben wir die schwarze Brühe mit den Teeblättern. Ich gucke mal eben, ob man da irgendwas erkennen kann. Mal ein bisschen raus hier. Vielleicht kann man da irgendwas. Äh, nicht wirklich, ne? Sieht nach wie vor aus wie Grülkohl. Jawohl, genau. Ja, aber scheinbar sind es dann doch. Teeblättchen vom schwarzen Tee. So, ich rühre das nochmal einmal hier und rieche mal. Ja, jetzt ist der Geruch anders. Schwer zu beschreiben. Na gut, ich habe ja noch ein zweites Säckchen gefallen, werde ich das nochmal wiederholen. Ähm, mir kommt der Geruch bekannt vor, aber mir fällt es gerade nicht ein. So, dann kommt das jetzt auch hier rein. Ja, einfach mal zu gucken, was da so passiert. Ne? Ist so. Man lernt immer aus dem, was man macht, nicht vergessen. Ne? So, vielleicht finden wir irgendjemanden, der genau weiß, was in so einem Lubao-Säckchen drin ist. Gibt es eine Beschreibung für und so, tralala, aber es ist wie bei allen Sachen, es steht dann doch nicht genau drauf, was drin ist. Ne? Ist so. Ja, okay, kennen wir schon. So, Glas ist leer und ähm, so, dann warte ich der Dinge, die da jetzt so passieren. Okay. Wir machen heute einen kunterbunten Mix, aber das heißt heute, mal gucken, wie lange ich die Aufnahmen tätige. So, wir sind hier jetzt bei den Super Crystal Red X Panda, bei der dunklen Schlafanzugvariante, schwarz-weiß. Naja, eigentlich sind sie tatsächlich braun-weiß. Hier in dem Becken haben wir ja die Geschwistertiere, die rot-weißen und hier halt die schwarz ja, Strich braunweiß. So, Nachkommen gab es bis jetzt noch nicht, zumindest nicht welche, die wir irgendeine Art und Weise sehen konnten. Aber gerade konnte ich tatsächlich Babys entdecken und da gucken wir jetzt mal etwas näher. Noch etwas klein, aber fein können wir hier ein Baby sehen und die halten sich hier Moos auf, das sind noch mehrere. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt wirklich draufkriege, denn direkt hier vorne, eigentlich da, direkt vor der Linse, da ist auch ein Baby zu sehen. Da steckt noch mehr drin im Moos, das heißt im Klartext. Wir werden gleich hier in das Becken ein wenig mehr Moos reinschmeißen. Jetzt haben sie alle verzogen, weil es hier vorne so hell ist, sind alle da hinten hin. Ja, genau, einen sind wir hier noch in dem Bereich. Da sehen wir auch sehr schön, dass das halt nicht schwarz-weiß, sondern eher rot-braun-weiß ist von der Farbgebung her bei denen. Ja, tolle Sache, dass dann doch Babys hier drin sind. Also brauchen wir jetzt etwas mehr Moos. Die Wand ist wunderschön grün geworden hier. Das sieht richtig klasse aus. Ja, okay. Dann würde ich sagen, mal ein bisschen mehr Moos rein. Ja, so ist das, ne? Hängt alles rum. So, hier haben wir jetzt die Super Crystal Red X Panda und Wild x panda Und da habe ich heute schon ein bisschen Moos rausgeholt. Das habe ich mit dazugegeben bei der ja, Lieferung der Garnelen. Ähm, hier werde ich jetzt noch ein bisschen Moos rausholen, weil hier mehr als genug drin ist. Und das kommt dann gleich in das andere Becken mit rein. Muss ich jetzt nicht zeigen, ne? ich zeige nachher dann oder später. Ja, wie es dann dementsprechend aussieht, dass da also jetzt etwas mehr reinkommt an Pflanzenmaterial, wo sich gegebenenfalls die Babys drin verstecken können. Ja, okay. Wir sind kurz bei den Yellow King Kong. Da gibt es gerade schwimmen Wäre ja schön, wenn dann demnächst Nachwuchs gibt. Also ich bin schon erstaunt, dass die Tiere das überlebt haben. Ne? Ist schon krass. Aber okay, das auch mal kurz mitgenommen, wie das aussieht hier drin. So, dann guck wir hier mal ganz kurz, das wäre nämlich gerade wichtig, aktuell, Perwert knapp über 7, nicht optimal, wie wir wissen für Weichwassergarnelen, das heißt im Klartext, hier werden wir noch mal reagieren. Wir hatten ja schon mal ein paar kleine Stücke Eichenholz hier reingelegt, da und da vorne. Ja, und das heißt im Klartext, hier werde ich noch mal nachlegen. Genau. Wo ist es jetzt drin? Kannst du sehen? Da. Ne? Genau. Ja, dass wir so also ein bisschen mehr Versteckmöglichkeit haben für die Babys. Und so sieht es aus: Eichenholz, mehr oder weniger verrottet. Man sieht hier so diese, ja, wie soll man sagen, ne? Stücke im Außenbereich, die tatsächlich äh, verrottet sind. Aber der Kern in drin, wie wir sehen können, stelle ich mal bitte scharf. Der ist noch hart und fest. Ich drehe das mal eben andersrum, dass wir das hier auch nochmal sehen können. Da kann man auch so die Struktur erkennen. Da krabbelt auch was. Ja, ist halt normal dann in dem Sinne. Das gehört einfach dazu, wenn das aus dem Wald kommt. Ja, das ist so das Holz, was ich momentan dazu nutze. Und ich kann dir sagen, obwohl es nur kleine Stück ist, das Holz. Ist Wahnsinnig schwer allein daran kann man schon erkennen, ähm, ja, dass es noch wie soll man sagen, im Kern okay ist. Ähm, was soll ich jetzt noch gesagt haben? Ich werde gleich mal ein paar kleine Stücke abschneiden ähm, und dann in das Aquarium, wo wir jetzt Pervert über sieben hat, noch mal reinlegen, um zu gucken, wie das Ganze miteinander so reagiert. Aber nach wie vor müssen wir auch mal irgendwann gucken, dass wir ein Stück finden. Ähm, ja, Scheitelholz, im Prinzip Brennholz, Eichenholz, ne, was so zwei, drei Jahre einfach nur abgelagert ist. Vielleicht hat das noch mehr Intensität, was die Wasserwerte in der Veränderung in dem Sinne angeht. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ja, okay, also dann schneide ich mein Newswad ab und dann gehe ich heute erstmal los und mache Wasserwechsel hier. Denn ähm, ja, ist jetzt Zeit. Zwei Scheibchen abgeschnitten. Die Rinde, also die Außenhaut, die Rinde ist ja gar nicht mehr dran. Die, in den äußeren Bereich habe ich ein bisschen abgebürstet, damit das Moos nicht mit ins Aquarium kommt, denn das wächst auch im Aquarium. Allerdings nicht so hübsch wie das Moos, das wir haben. Ja, das mal kurz gezeigt, wie wir das jetzt gemacht haben. Ich werde jetzt in dem Fall zwei Stücke reinlegen hier. Die werden natürlich schwimmen, logischerweise. Das wird also eine Zeit lang dauern, bis die untergehen. Ja, okay, und mal sehen, wann wir hier eine Reaktion sehen. Auf jeden Fall eine coole Sache mit dem Holz. Aber wie gesagt, es kann durchaus sein, dass es wesentlich besser funktioniert mit äh, abgelagertem, gespaltenem äh, Eichenholz, was man als, äh, als Brennholz nimmt. Äh, Eiche ist übrigens sehr hart, ne? also das kannst du nicht mit einer ganz normalen einfachen Säge sägen, da musst du schon ja, eine haben für Hartholz, ne? das ist schon ganz wichtig, weil es ist ja auch nicht mehr frisch das Holz, hat ja keinen Saft mehr, sondern das ist also wirklich steinhart, könnte man sagen. Also mir tun ganz schön die Arme wie jetzt dann davon, von diesen zwei Stückchen sägen, das liegt aber nicht daran, das liegt an meiner Krankheit, das ist nur nebenbei. Also mehr wie ein, zwei Stücke kann ich nicht absägen, dann ist Feierabend für mich erstmal. Ja okay, und dann gucken wir mal, wie die Reaktion sich dann zeigt hier. Wir sind gerade bei dem neuen Lavabecken. Ich weiß nicht, ob du das letzte Mal mitbekommen hast. Hier spann mir ja ein Baby rum und da hinten ist es. Da. Ja, ist schon krass, dass das hier das einfach so mitmacht. Das ist übrigens das Baby, was damals auch bei den Blue Bowls hier. Mit reingekommen ist mit dem Pflanzenmaterial und dieses Mal habe ich Pflanzenmaterial von hier nach da, weil das hier schon mehr geworden ist. Ne? Und das Baby ist da mitgekommen und mittlerweile ist jetzt schon zwei, drei Tage hier drin. Ja, auf jeden Fall doch interessant, muss ich sagen. Okay, wir sehen die Werte aus, mal eben gucken. Also pH-Wert 6,89, ja, 6 knapp 6,9. Ja, okay, da müssen wir jetzt noch abwarten, wann wir dann hier reagieren. Ja, Im Moment äh, noch nicht. Also ich warte, bis der pH-Wert über 7 geht äh, bei dem Lavamulch hier. Und wenn es denn soweit ist, ja, dann reagieren wir hier auch, ne? dass wir dann den pH-Wert hier runterbringen. Wir sind jetzt ein paar Stunden später, es ist morgens so um gegen 6 Uhr. Ja, und ich gucke gerade so in die Runde und hier werfe ich immer wieder einen Blick rein, um zu gucken, ob ich das Baby finde und ja, ob es denn noch existent ist. Und was soll ich sagen? Es geht ihm nach wie vor gut. Ja, sehr interessant. Ich habe noch ein bisschen zusätzliches Moos hier reingelegt. Ansonsten gibt es keine Veränderung. Aber heute werden wir dann doch mal die einen oder anderen Werte checken. Ja, allerdings gehen wir jetzt zu einem Projekt, was schon etwas länger läuft das Projekt Zeolit. So, da kümmern wir uns heute mal nach langer Zeit wieder drum. ph ist knapp 6,6. Mikrosiemens ist, äh, ich habe es mal aufgeschrieben. Mikrosiemens aktuell 222. So, äh, wir hatten am 15.10. hatten wir einen Wasserwechsel gemacht. Genau. Mit GH+, richtig. Und wir hatten das erste Mal gedüngt am 19.10. Äh, am 1.11. habe ich Organismen dazugegeben. Was sind denn Organismen? Ja, Lebewesen. So, pass mal auf. Also, ähm, Stand der Dinge haben wir dann ab dem 19.10. nichts mehr gemacht. Und so haben sich jetzt die Werte verändert. Außer, dass ich jetzt eben hier die Organismen dazugegeben habe. Das sieht schon mal sehr interessant aus, muss ich sagen. Also wirklich sehr interessant. Nehmen wir erstmal so mit. Ähm, okay, das heißt im Klartext, hier sind Schnecken drin. Äh, drei oder vier, ich würde sagen ich leuchte mal kurz von oben rein, da vorne befindet sich eine, da kann man sie so sehen. Ja, ich glaube da muss ich dann doch mal von oben rein leuchten, die ich sag mal Hüpferlinge, die haben scheinbar nicht überlebt, also ich habe zumindest bis dato keine gefunden, aber ich muss gleich noch mal genauer gucken. Ja genau, dann gucken wir einfach mal von oben rein, dann können wir nämlich auch den Schneckenkot da unten sehen und der ist weiß. Die finden scheinbar keine Algen hier drin. Hier wachsen auch, zumindest ähm, augenscheinlich wachsen keine Algen bis dato. Das Becken stand allerdings auf dem Fußboden rum. Gut, da bekommt es auch ein bisschen Licht, aber eben nicht so viel, wie halt ähm, wenn die Becken beleuchtet sind in dem Sinne. Also das Wasser ist glasklar. Dem Moos geht es gut. Dem Süßwassertank geht es auch gut. Also insofern schon Ach, da ist eine andere Schnecke, da kann man so sehen. Da, da ist eine Schnecke da vorne. Da. Siehst du ne? Ja, okay, also. Was machen wir heute? Ich würde sagen, wir machen Wasserwechsel. Mal eben gucken, wann war der Wasserwechsel? Am 6.10. Genau, am 6.10. Heute ist der 12.11. Das heißt, wir machen Wasserwechsel und in dem Zuge werden wir anfangen auch zu füttern. Das erste Mal dann heute. Wie gesagt, heute gibt es einen Kunterbund durcheinander. Ich check gerade hier, ob hier noch. ja Kleinstliebewesen drin sind. Wir haben gerade einen Hüpferlink gesehen. Das System läuft schon seit vielen Monaten, also wirklich viele Monate. Ja, gibt es großartig auch keine Veränderung. Hier fülle ich nur Wasser nach. In der Regel reines Wasser. Ja, also das System mit unserem Philodendron hier klappt wirklich also fantastisch. Mal gucken, dass ich die Lampe ein bisschen höher bringe. Das ist natürlich sehr dicht bewachsen, das Ganze hier. Ja, also das System funktioniert nach wie vor. Richtig klasse. Ich kann heute auch wieder ein bisschen Wasser nachfüllen. Die Pflanze ist ein bisschen rausgekommen hier, ist aber nicht so schlimm, weil die Wurzeln sind ja hier im Wasser. Von daher kann die auch ruhig oben rausgucken. Das ist nicht so dramatisch. Aber coole Sache, dass das System so lange schon läuft. Ne? Das ist echt grandios. Ja, okay. Und wir sehen hier die Werte aus. Das nehmen wir heute auch mal mit, würde ich sagen. Wackelt er hin und her. So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik. Auch Thema Pflanzen hier. Ganz wichtig für alle, die... Ich sage mal, für alle, die alle Filme gucken, die nehmen am meisten mit. Ne? So ist das. So, äh, Wasserwechsel, hier ist fertig. Das heißt, heute geht es dann von da weiter rum und dann da hinten. Äh, allerdings noch zuerst, genau. So, Per-Arbeit ist hier knapp 5,3. Zwischen 5,3, 5,4, Mikrosiemens 250. Also Mikrosiemenswert hat sich nicht großartig verändert in dem Sinne. Äh, PH-Wert ist auch noch okay, da braucht man nichts dran ändern. Äh, allerdings müsste ich mal die Pflanze ja, ordentlich absprühen, die ist ein bisschen verstaubt. Aber ansonsten, ja wie kann man sowas nennen? Ein biologisch-ökologisches Hydroponiksystem Coole Sache, ne? Cooler Name. Nee, aber ohne Witz, das Ding läuft schon viele Monate. Also wirklich viele Monate. Ne? Und es lebt etwas drin. Die Pflanze wird versorgt. Also das ist eine coole Sache. Richtig genial. Also, wir werden jetzt hier einen Wasserwechsel durchführen. Ein paar kleine Veränderungen in dem System insgesamt. Ne? Klar ist es auch hier wichtig, wenn man ähm, das Projekt von Anfang an begleitet hat. Aber. Und ja, wir werden jetzt sehen, was wir heute damit machen. Und wir machen auch unterbunden ein paar andere Sachen. Einfach so, was mir gerade so im Kopf kommt, was wichtig ist. Äh, was wichtig ist, kann ich dir jetzt schon mal zeigen, auch wenn du noch nichts mit anfangen kannst. Ähm, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Äh, Schreibfehler kannst du dir äh, ja, in die Tüte packen und verschenken. Ansonsten äh, ja, könnte das unter Umständen auch eine interessante Geschichte werden. So, und ich habe noch ganz viele andere Gedanken, äh, die noch lange nicht notiert sind. Also, was machen wir jetzt? Was habe ich gesagt? Aha, Wasserwechsel und das System verändern. Alles on, alles on, alles wunderbar. So, wir machen dann heute einen Teilwasserwechsel. Achten darauf, dass wir nichts mit wegsaugen, was nicht raus soll. Ne? Wobei, naja, es sind ja in dem Sinne noch keine ja, aktiven, schwimmenden Lebewesen hier drin, außer die Schnecken jetzt halt. Ne? So, ich nehme jetzt Pi mal Daumen, wow, ein Liter Oberkante, einmal raus, das entspricht ungefähr, sagen wir mal, 30 Prozent, wie wir es bei den Aquarien auch machen. So, und dann kommt gleich Frischwasser dazu und dann ist jetzt natürlich die Frage, düngen, wie viel? Gucken wir gleich mal. Wir sind im nächsten System. Ja, bei der Redline, wir sehen, das Bananenblatt wird sehr gerne angenommen. Klar muss man hier auch mal gucken, inwieweit was zu viel ist. Das ist ein ganz klarer Fall. Aber oh, es gibt Eier wieder. Aber schön anzusehen, dass sie es annehmen. Und auch die Hüpferlinge nehmen es an, allerdings kann man die jetzt gerade dummerweise nicht sehen, weil das Licht schon zu lange an ist. Das ist mal, ja, jetzt sind es auch hinter dem Blatt. Das wird man nicht erkennen können. Wenn ich das Licht morgens anmache, dann ist das ganze Blatt voller Hüpferlinge. Aber die mögen irgendwie das Licht nicht so unbedingt gerne. Aber okay. So, das System funktioniert, was wir hier verändert haben. Kannst dich daran erinnern. Es wird klarer. Ja, also hier sind tatsächlich die Feststoffe, die im Schwebezustand im Wasser sich befinden. Und die filtern wir raus mit diesem Kasten hier, diesem Hang-on-Kasten. Und wir sehen, es funktioniert. Es sind also wirklich Schwebebestandteile von Dreck, sagen wir es mal. Die sich in der Wassersäule befinden. Grund des Ganzen ist, wir haben hier Säulboden abgesaugt. Da war so hoch gewesen und da haben wir ganz end abgesaugt. Und die ganzen feinen Bestandteile, ja, die befinden sich halt in der Schwebe. Und nach wie vor der Filter, also der HMF-Filter, der ist grobporig und der packt es nicht, äh, diese feinen Bestandteile herauszufiltern. Gut, man könnte einen normalen Filter, so wie hier, nehmen, einen Doppelschwammfilter, damit wird das auch funktionieren. Ähm, aber in dem System hier mal so nebenbei mitgenommen, coole Sache, ne? das Wasser fließt hier ganz langsam rein, durchläuft das Becken und fließt da hinten wieder raus und ja, der Dreck bleibt einfach hier drin. Super Sache, also richtig klasse, muss ich sagen. Also damit haben wir das jetzt auch belegt, dass es also keine Algenblüte ist, sondern wirklich, ja, Dreck als Feinbestandteil, der in der Gegend rumschwebt. Ja, und die Garnelen halten das natürlich immer schön in Wallung, weil sie buddeln und buddeln und buddeln die ganze Zeit in dem Sinne. Die sind ja 24 Stunden auf Futtersuche. Ja, okay, aber wie gesagt, mit dem Bananenblatt, da müssen wir schon aufpassen, dass wir da nicht zu viel füttern. Es ist wie bei allen anderen Sachen auch, ne? Wenig kann vorteilhaft sein, viel kann das ganze System zum Kippen bringen. Das ist grundsätzlich so. Aber okay, so füttern werde ich gleich auf jeden Fall auch noch, aber erst kümmern wir uns noch so ein paar Details. Ein Detail bei unserem Zeolitprojekt, projekt wir checken erstmal Nitratwert. Das war mir jetzt wichtig, alles andere nicht, dass viel Silikat drin ist, das wissen wir ja schon. Das ist von dem Gestein so gegeben. Aber ansonsten sieht das okay aus. Nachgefüllt habe ich noch nicht, weil ich wollte erst mal checken, wie das aussieht. Es sieht gut aus, würde ich sagen. Wir haben minimalistisch etwas drin. Nicht viel, also nicht der Rede wert. Ja, für Pflanzen eigentlich fast noch viel zu wenig in dem Sinne. Also werden wir das erst mal so beibehalten, wie wir es gemacht hatten. Allerdings haben wir jetzt nur ein Drittel Wasser rausgenommen, nicht das ganze Wasser. Da ist jetzt die Frage, wie düngen wir jetzt? Hm, da wir so gut wie gar nichts drin haben, würde ich sagen, wir bleiben bei der Menge. In dem Sinne, also ja, könnte man sagen, warte mal, ähm, jetzt muss ich gerade noch überlegen, wir haben ein Drittel rausgeholt. Ähm, naja, weiß Bescheid. Ne? So ist das. Als nächstes lassen wir einfach erstmal Wasser rein wieder in das System. Ich habe wieder Osmosewasser aufmineralisiert mit dem Mineral GH. Plus auf 250 Mikrosiemens tatsächlich. Ja, interessant, das ist Zufall jetzt. So, das heißt, es kommt jetzt ein Drittel neues Wasser dazu. Wenn wir jetzt die gleiche Düngermenge dazu geben, haben wir dann die dreifache Düngermenge oder die zweifache. Ich bin mir gerade gar nicht schlüssig, aber okay, ist nicht so schlimm. Kommt auf jeden Fall gleich noch dazu, aber eben nicht nur das, denn wir müssen die Mikroorganismen auch zum Wachsen anregen. Und ohne Nährstoffe funktioniert das eben nicht. Die drei Schneckis, die da drin sind, die produzieren zu wenig dafür, da reicht ich definitiv nicht aus. Klartext, wir müssen füttern. Ohne Futter wächst nichts. Das ist so im Leben. So, ich habe jetzt Wasser genommen hier, dasselbe wie hier auch. Ne? Und da kommt jetzt ein bisschen von unserem Staubfutter rein, was überwiegend vegetarisch ist. Da kommt jetzt auch nicht eine große Menge rein. Wie gesagt, wir haben drei Schneckis bis dato drin. So ein ganz, ganz klitzekleines bisschen, also ist wirklich nicht viel. Ne? So, das kommt jetzt nicht hier oben drauf. Das fragst du wahrscheinlich, ja, warum das denn? Ganz einfach, weil das schwimmt. Und es kann unter Umständen sein, wenn keine Wasserbewegung drin ist, dass es das einfach oben liegen bleibt und dann fängt es an also zu schimmeln. Ne? Deswegen gucken wir, dass wir das in die Wassersäule reinbringen. Das heißt im Klartext, ich werde das jetzt mal umrühren hier, mache mal kurz eine Pause und rühre das dann gleich nochmal um nach der Pause. Und dann kommt das Futter da rein und dann kommen die Schnecken auch da dran und aber auch die anderen Organismen, die wir dann gleich nochmal zuführen. Weil ich kann also bis dato nichts Lebendes, Hüpfendes irgendeiner Form sehen in dem Wasser. Ja, ist nun mal so, ne? Ohne Nahrung wächst einfach nichts. So. Und deswegen ganz wichtig beim Einfahren eines Aquariums allgemein, sollte man von Anfang an auch füttern. Ne? Ansonsten kriegst du nichts in Gange. Dann dauert das monatelang mit der Funz. Ist so? Okay. Wir sind jetzt kurz bei dem Projekt ähm, ja Panda Wild X Panda ähm, und Pure Redline PRL. Ja, wir haben hier die Weibchen hier drin, die ihre Babys entlassen haben. Die wachsen prächtig, also wirklich sehr gut. Ja, ähm, wir haben, wenn das so weitergeht, bald eine Überbevölkerung hier. Auch wenn wir jetzt nicht alle sehen können, aber die laufen tatsächlich überall rum. Wir haben hier da gerade eine, eine kleine Veränderung letztens gehabt. Und zwar haben wir ja gedüngt ne, nach etwas längerer Zeit mal wieder. Und in dem Zuge ist jetzt der pH-Wert etwas wieder gesunken. Ne, wir steuern ja sowieso dazu in dem Sinne mit Calciumcarbonat, wenn das passiert. Das ist also nicht das Problem, das kriegen wir hin. Aber interessant zu beobachten, wie das System reagiert, funktioniert und sich wandelt. So, wir hatten gedüngt und dementsprechend haben wir jetzt mehr Algenwachstum. Das kann man hier in der Scheibe vielleicht erkennen. Das ist alles so, ja, halt mit leicht mit Algen überzogen. Auch oben auf dem Schwamm kann man das jetzt sehen. Hier, auch da wachsen Algen drauf mittlerweile. Das ist soweit gut, das ist gewollt. Guck mal, da ist einer von den blauen. Von den blauen Babys, die schon mittlerweile größer geworden sind. Jetzt kann man es so auch ab und zu mal sehen, ohne lange suchen zu müssen. Coole Sache. Ja, schön. Also ähm, das System funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Wir haben jetzt ein pH-Wert von 5,56. Ja, ist jetzt nicht das, was ich erwartet hatte, aber jetzt mitnehme. Oh, wie gesagt, wir hatten ja vor kurzem Gedünk gehabt. Minimalistisch wohlgemerkt, kennen wir schon. Ne? Das heißt, wir führen wieder Calciumcarbonat dazu. Ich wollte hier den pH-Wert eigentlich auf 6 bringen. Ich war schon bei 5,8 und nach dem Düngen, minimalistisch wohlgemerkt, es sind vier Tropfen hier auf dem Becken, ist der pH-Wert wieder runtergegangen. Das ist schon mal eine sehr interessante Sache. Und jetzt versuche ich dann halt mit Hilfe von Calciumcarbonat das Ganze wieder nach oben zu lenken, dass ich irgendwann mal ups, auf pH-Wert 6 komme. Das ist so mein Ziel hier bei dem Becken jetzt. Einfach um es auszuprobieren, wie die Tiere sich dann entwickeln. So, ich gebe das jetzt einfach hier oben rein. Ne? Jetzt erstmal ein Milliliter und beobachte das. Also nicht zu viel auf einmal dazugeben. Der Wert wird sich ganz langsam verändern und das ist auch gewollt. Ne? Denn wir wollen die Tiere ja auch nicht stressen. Das ist schon ganz wichtig. Und von daher Handhaben wir hier das so. Aber das mal kurz mitgenommen, dass sich das also verändert hat, obwohl ich eigentlich... Äh, angestrebt habe, pH-Wert 6 und wie gesagt gut, dass ich mal eben kontrolliert habe, jetzt nachdem wir gedüngt hatten und ja schauen wir mal, Wasserwechsel ist hier noch notwendig, also hier waren wir noch nicht beim Wasserwechsel Ja, okay, das mal kurz so nebenbei mitgenommen Dann kommen wir zu dem System mit dem Zeolit, bin echt mal gespannt, was uns das in Zukunft bringen wird ähm, So, man kann sehen, ein bisschen schwimmt noch oben auf ne? Ich habe auch noch ein kleines Stückchen Bananenblatt mit reingelegt hier, damit das gleich auch mit reinkommt, damit die Schnecken auf jeden Fall was zu fressen haben. Und wie wir, oder wie ich gesehen habe, die Hüpferlinge, wie gesagt, die gehen auch da dran und fressen das. Und von daher ist das natürlich ein schönes Futter für unsere Kleinstlebewesen dann, die wir aber erst noch reinbringen müssen hier. Ja, ich würde sagen, das mache ich auch in dem Zuge. Genau. Und zwar holen wir die aus dem Becken, das Stativ an die Seite stellen. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Warte mal, machen wir das denn jetzt? Mal die Lampe mitnehmen. Nichts umschmeißen hier. Da ja, steht viel rum. Das ist halt hier mehr oder weniger fast ein Labor mittlerweile. Also, ähm, jetzt habe ich nur eine Hand zur Verfügung. Mache ich das denn jetzt? Ähm, pass mal auf. Vielleicht kriege ich es ja hin. So, ich halte mal die Lampe hier drauf, drüber. Und mal gucken und dippe mal hier auf die. Genau, siehst du sie da? Da. Hüpf, 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 ne? genau die befinden sich hier im Wurzelwerk von den Schwimmpflanzen und da können wir natürlich ganz einfach hier rausholen wir schöpfen einfach die Schwimmpflanzen ab im kleinen Behälter und überführen das Ganze dann ja, in das Zeolithbecken dementsprechend ne? ja okay das mache ich mal Justus so ich nehme jetzt einfach einen Becher man kann auch irgendwas anderes nehmen und tauche den mal langsam so ein bisschen ein und gehe unter die Schwimmpflanzen, so. und ja, das kommt dann halt jetzt mit in das Zeolithbecken hinein. Ich denke, man kann es einigermaßen erkennen. Da wuselt also einiges jetzt rum und wie gesagt, das überführe ich dann jetzt in das Zeolithbecken, damit wir dort also auch kleinstlebewesen reinbekommen. Let's do it. Sie kommen jetzt hier ins Becken rein. So, auch mit einem Rutsch und nochmal ein bisschen rein. Nochmal spülen so ein bisschen, damit wir halt die Hüpferlinge zumindest, die man sehen kann, hier drin haben. Und sicherlich auch andere Mikroorganismen. Aber die Hüpferlinge, die kann man dann ja schon mal eher sehen in dem Sinne. Ne? Ich denke mal so, in zwei, drei Wochen werden wir das Ganze dann checken, inwieweit sich äh, die Population vermehrt. Ja, denn das wird sicherlich einige Zeit auch dauern. Damit wir langsam weiterkommen. Das war übrigens noch nicht alles. Äh, kommt jetzt unser Futter hier rein ne? mit dem Bananenblatt. Mal umrühren kräftig und dann einmal rein damit. So, damit das halt auch in das Bananenblatt nehmen wir auch mit. Damit das halt auch in der Wassersäule ist. Ja gut, das geht jetzt natürlich noch nicht unter. Wäre aber ganz schön, wenn denn, denn alles, was an der Oberfläche schwimmt, ist nicht so gut, wenn dort noch nicht ausreichend Mikroorganismen drin sind. Ich stecke das einfach mal hier zwischen. Ja, das ist okay. So, dann bleibt das hängen und dann kommen alle da dran. Und ja, müssen nicht unbedingt nach oben. So, wie gesagt, das war noch nicht alles, denn in dem Zuge müssen wir gleich noch düngen, aber es kommt auch noch etwas anderes dazu. Es kommen genau ein paar Pflanzenteile rein, dass wir auch andere Pflanzenarten mit drin haben, einfach um zu gucken, wie das so funktioniert oder auch nicht. Die habe ich jetzt hier in der Kiste schon, ich weiß gar nicht zwei Wochen oder so. Das sieht jetzt so aus, hübsch anzusehen. Frage mich nicht, welche Pflanze das ist, ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich die jetzt reinkriege hier. Ähm, Im besten Fall wäre es natürlich, wenn ich sie irgendwie zwischen die Steine gequetscht kriege. Wenn nicht, lasse ich mir gleich was einfallen. Möglichst nicht da, wo das Bananenblatt ist. So, mal gucken, ob das jetzt auf Anhieb gelingt. Wäre ja ganz schön. Ja, das scheint zu klappen. Nehmen wir uns auch ein Steinchen, legen das dabei. So, siehst du wohl, oder auch nicht, keine Ahnung. Ähm, dann nehmen wir noch was anderes hier, weil wir haben auch ein bisschen Auswahl. Dann nehmen wir diese wunderschöne Pflanze. Ja, ist ein bisschen überbelichtet. So, die drücken wir auch hier einfach irgendwo zwischen die Steine. Und ähm, genau. Dann bleib doch mal da unten, bitte. Wäre doch ganz nett. Dann könnte ich mal eben einen Stein drauf. Legen, äh, gib mir mal eben deine Hand, ja? Zur Hilfe, dass ich das mal hier gebacken kriege. So, das könnte klappen. So, Steinchen drüber, fertig. So, das reicht. Das ist jetzt einfach nur zum gucken, wie die Pflanzen jetzt hier in dem System sich entwickeln oder wie sie darauf reagieren oder was überhaupt passiert. Das heißt im Klartext, die Box kommt jetzt natürlich auch unter Licht, ganz klarer Fall. So, okay. Den Rest lasse ich erstmal noch hier drin. Und dann schauen wir gleich mal weiter. Achso, düngen, genau. Wir kommen zum Düngen. Was in dem System noch fehlt, ist ein Filter. Ne? Aber ist momentan noch nicht so wichtig, weil ja, ich sag's mal so wie es ist, viel Dreck haben wir noch nicht hier drin. So, hier kommen jetzt äh, ich muss ich aufpassen, dass ich Genau, gucke hier, 0,2 Milliliter kommen hier rein. Ah, das sind knapp zwei Tropfen, kannst du sagen. Knapp zwei Tropfen. So, äh, mal gucken. Eins, zwei, drei, vier Tropfen hiervon. Okay. So, jeweils 0,2 Milliliter. Und dann schauen wir mal, wie das System sich entwickeln wird. Wie gesagt, wir haben jetzt keinen Filter drin, auch keine Wasserbewegung. Deswegen... Mischen wir das noch mal so ein bisschen, ne, dass die Inhaltsstoffe vom Dünger sich auch verteilen und nicht irgendwo auf einem Fleck niedergehen. Wobei sicherlich auch so verteilen, aber ich das mal so wie es ist, ne, Besser ist, wenn man den Kram einfach mal umrührt. Besser ist das, Detlef. So, machen wir das einfach mal, ne? Und dann lasst uns überraschen, wie das sich jetzt entwickeln wird hier. Ja, okay. Also pH-Wert technisch ist schon mal eine coole Sache. Ähm, allerdings Silikat. Ähm, Silikat ist nicht gleich Silikat, es gibt verschiedene. Ist jetzt die Frage später, wie kommen die Organismen damit zurecht? Ne? Also, jetzt in dem Falle die Schnecken erstmal und dann dementsprechend die Hüpferlinge. Opfer und wann wir dazu übergehen, das mit Garnelen dann auszuprobieren, ist eine andere Sache. Ähm, werden wir sicherlich machen müssen, sonst kommen wir nicht ans Ziel. Ne? Denn man erlangt nur Wissen durch Machen, das ist halt so. Ne? Trotz alledem äh, bin ich da sehr vorsichtig. Ich meine, wir sind das Projekt ja langsam gemeinsam angegangen, um halt zu verhindern, dass irgendwas passiert. Ganz wichtig auch bei, bei etwas, was man neu angeht hier. Ne? Das System muss einfahren erstmal. Das dauert eine Zeit lang. Das ist wirklich so. Ne? Also ich habe so kleine Becken gehabt, die funktionieren wunderbar. Ne? Richtig klasse. Da brauche ich gar nichts mehr machen eigentlich. Warte mal, ich könnte mal eben einen holen. Der steht nämlich noch oben auf dem Schrank. Kriege ich das jetzt so hin in einem Rutsch? Warte mal, da bräuchte ich mal just das eigentlichen Deckel. Habe ich jetzt aber nicht. Ich nehme den mal runter hier. Wir nehmen den einfach mal runter und dann hole ich das. Das steht nämlich oben auf dem Schrank. Und das läuft schon seit vielen Monaten. Und da machen wir eigentlich nur Wasserwechsel. Sonst, ja, füttern auch, na klar. Hier müssten drei oder vier Garnelen dran sein. Und wie gesagt, das System funktioniert schon viele, viele Monate. Also wirklich sehr lange. Ich kann da mal eben gucken. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf sehe ich jetzt auf Anhieb. Fünf Garnelen leben hier drin. Ja, genau. Das heißt also vier Erwachsene und ein ja, Heranwachsender in dem Sinne. Ne? Aber ich, ich zeige sie dir mal eben, so siehst du siehst ja wohl nichts. So können wir es dann doch besser erkennen. Ne? Ähm, hier ist jetzt Wasserwechsel angesagt, auf jeden Fall heute auch. Ähm, ich habe mir mal drauf geschrieben, düngen. Ich habe es aber bis dato noch nicht gemacht. Bis dato habe ich es noch nicht gemacht. Ne? Aber mal gesehen, wie die Tiere halt jetzt aussehen. Das ist hier ähm, der Nachwuchs, ne? der Halbwüchsige hier. Genau, das war er. Dann haben wir 1, 2, 3. Wo ist der Vierte? Ach, der ist jetzt hinten. Der ist jetzt hier. Da ist der Vierte. Ne? Also, das System funktio funktioniert seit vielen Monaten. Ne? Ohne Filter, einmal eine Woche Wasserwechsel, jeden Tag gefüttert, genauso wie die anderen auch, nur eben angepasst, logischerweise. Ne? Ja, okay, dass wir das mal so gesehen haben. Ja, heute ist Wasserwechsel angesagt. So, pass mal auf, dann gucken wir uns mal den Wert eben an. Wir liegen bei pH 5. Wie gesagt, in der Regel einmal die Woche Wasserwechsel hier. Mikrosiemenswert, mal eben gucken, ob wir den so draufkriegen. Ja, kriegen wir einigermaßen 340 Pima-Daumen. Ja, das ist okay. Wie gesagt, bei pr 5 passiert jetzt noch nichts. Aber wie gesagt, wir machen ja eh Wasserwechsel und von daher ist das soweit okay. Mit Kalziumcarbonat habe ich hier noch nicht gearbeitet. Könnte ich in dem Zuge aber dann auch mal machen, würde ich sagen. Ja, ansonsten. Geht es ihnen aber gut. Und die leben also wirklich schon, ja, was heißt lange, ewig, die sind hier geboren worden. Ne? Die sind hier geboren worden drin. Das war einer unserer ersten Kästen damals. Ja, okay. Wassermarsch. So, pass auf. Das ist jetzt frisch aufmineralisiert mit dem GH-Plus. Ich habe schon mal Kaltzum-Carbonat dazugelegt. Das kommt gleich noch rein. Und den Rest füllen wir dann nochmal mit reinem Wasser auf. Denn hier war ja auch einiges verdunstet wieder. Und da hinten steht das Altwasser, was ich hier rausgeholt habe. Denn das würde mich jetzt mal interessieren, wie sieht das aus? Hier müsste ja eigentlich Nitrat drin sein. Ne? Oder hat das System das alles so geschluckt in dem Sinne? Da bin ich gleich mal gespannt drauf. Das werde ich auf jeden Fall jetzt noch einmal checken. Wir haben hier in dem System tatsächlich etwas mehr Nitrat drin, wie wir sehen. Aber das ist tatsächlich noch. Verträglich für die Garnelen, da sind wir jetzt bei 25 Milligramm. Ja, ist so. Ne? Das ist aber noch okay. So, jetzt kommt dann Calciumcarbonat Carbonat dazu, aber auch nur eine geringe Menge, ne? weil der PH bei 5 lag. Gucken schon, dass wir den ein bisschen höher kriegen. Hier habe ich das in der Thematik, Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben. Ich nehme jetzt einfach mal, ach nee, warte mal. So, 0,5 Milliliter hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, zwölf Topfen so genau so das sollte ausreichend sein für das kleine System und ja soll man das Projekt nochmal, mal ich sag's mal so intensiver begleiten oder ist das jetzt erstmal so okay für dich zu mitnehmen würde mich mal interessieren ansonsten werde ich es irgendwann mal zeigen wenn es mir wieder einfällt dass das vielleicht wichtig wäre aber wie gesagt die Babys sind hier geboren äh, nicht die Babys die Großen sind hier drin geboren worden ne? und die haben selber schon Nachkommen gehabt klar ist es hier Zufall, wenn man ein Baby hochkommt? Also eins hat es geschafft in dem Sinne. Ähm, die sind jetzt auch schon recht alt, die Garnelen mittlerweile. Wie alt weiß ich gar nicht. Ich habe es ja nicht aufgeschrieben oder so. Aber das war mit das erste Projekt, was wir damals gestartet hatten, ne? um zu gucken, ob das so funktionieren kann. Dass die Muttis ihre Babys hier drin äh, bekommen und dementsprechend groß werden. Ne? Ja, und die Babys sind drin geblieben und die haben sich von der Menge, von der Population angepasst äh, an die Menge des Wassers hier. Ne? Das System im Prinzip, ja, okay. Dann haben wir das erstmal durch und dann gucken wir gleich mal. Bei da habe ich einfach geredet gerade und habe die Kamera ausgeschaltet. Ich sage es dir so. manchmal, kommt man aber auch so. So, wie schaut es aus? Wir sind bei 6,7. Ja, also ist der PH wieder passend mit unseren schwimmenden Holzklötzchen da hinten, Eichenholz. Gerottet oder verrottet ist es ja nicht, es ist ja angerottet oder wie auch immer. Nee, eigentlich ist der Kern ja noch, ist ja noch intakt. Ne? Aber halt so altes Holz, was im Wald so jahrelang rum. Ja, ne. Oh mein Gott, jetzt fehlen mir die Worte, rumgegangen ist. Wie auch immer. Ja, okay. Anubias, ähm, das ist die Pinto, die bekommt gerade wieder neues Blatt und das hat scheinbar auch einen großen Weißanteil. Scheinbar zumindest. Da wirst so jetzt nicht erkennen können, durch die Belichtung ist das ein bisschen schwierig. Ne? Das eine Blatt, das letzte war ja schon schön panaschiert wieder. Und ja, wollen wir mal abwarten, wie sich das da weiterentwickelt. Ja, okay, also hat das soweit schon mal wieder in dem Sinne funktioniert. Bei der Suppe weiß ich jetzt auch noch nicht weiter. Ich lasse es jetzt erstmal stehen bis heute Abend. Mache mir dann in Ruhe Gedanken darüber. Ähm, was man da noch mitmachen kann oder wie auch immer. Aber auch das eine sehr interessante Thematik. Ähm, wobei ich noch nicht weiß, wo die Reise hingeht damit. Eigentlich müssten wir das dann heute Abend nochmal umfüllen ähm, in einen noch größeren Behälter. Oder aber wir mischen das Ganze nochmal und zwacken dann vielleicht ein Drittel davon ab und packen das dann im Prinzip in solch einen Behälter wieder rein. Dementsprechend gleiche Menge Wasser, weil sonst fängt das irgendwann an zu gammeln hier. Ne? Das ist klar. Das wird sonst irgendwann Jauche, weil da ist ja noch nichts an Leben drin oder so. Ja, okay. Aber auch auf jeden Fall interessant. Mega interessant. Mal gucken, was wir daraus vielleicht ziehen können. Und, oder aber von einem anderen Projekt dann dementsprechend. Wir können es ja nochmal wiederholen. Dann auf eine andere Art und Weise, klar. Was mich jetzt noch brennend interessiert, Ach, ich komme mir auf neue Gedanken. Mhm. Bei dem Bussi Falandra hier, das sind die Pygmea Puket Kelam. Die wachsen übrigens prächtig hier, muss ich sagen. Also richtig klasse haben die sich gemacht, Biene. Also wirklich wunderschön. Ja, auch Wurzelwachstum, toll gegeben. Richtig klasse. Und hier ist ja das eine Stück. Ähm, ja, wir hatten noch mal eine geteilt gehabt. Ne? Und da war halt dieses Rhizomstück, das längere. Da wachsen jetzt ja zwei Pflänzchen draus. Einmal da und einmal da hinten. Ja, ähm, was mich jetzt interessieren würde, wie entwickelt sich solch eine Pflanze genau in dem Zeolithbecken? Pass mal auf, ich muss übrigens ja aufpassen, weil diesen Babys drin. Ne? Da siehst du gerade eins rumlaufen. Also die vermehren sich auch, wie hier drin das ist, der Hammer. So, ähm, pass mal auf, kriege ich das jetzt so hin? Ich versuche mal. In dem Zuge, hier sehen wir auch die Hüpferlänge überall. Siehst du das? Da, da, ne? Das ist ein Indikator dafür, dass das Becken wirklich funktioniert. Das ist also klasse. Ne, die müssen nämlich auch gefüttert werden. Also man muss schon aufpassen, dass die also auch ausreichend Nahrung bekommen. So, ihr müsst jetzt mal, hier geh mal runter da. Komm, geh mal, geh mal. So, dass wir kein Baby mitnehmen. Hier muss ja nicht sein. Ne? Rütteln und schütteln. Rütteln und schütteln. Genau. Wunderbar. So, nehmen wir das einfach mal mit. Wurzeln sehen sehr gut aus, muss ich sagen. Also richtig klasse. So, aufpassen. Hoffentlich fällt mir das jetzt nicht runter, du ich dir. So, dann kommt das nämlich jetzt hier mit hinein. Blub, blub, blub. So, macht mal ein bisschen Platz hier. So, genau, wunderbar. Ja, das wir mal so vielleicht einen kleinen Vergleich dazu schon mal bekommen. Das wäre mich auf jeden Fall interessant. Ja, okay. Vor allen Dingen, was sich hier mal algentechnisch entwickelt, ne? Bei viel. Silikat in dem Sinn. Ich zeigte dir mal eben, wie ich bei dem Becken hier fütter, dass du das nochmal vielleicht mitnehmen kannst. Also, wie gesagt, hier kommt ein ganz, kleine, ganz kleines bisschen rein. So, das ist die Menge, die halt hier gefüttert wird, und das reicht vollkommen aus. Einmal kurz gezeigt, dass sie auch Hunger haben. Sie kommen tatsächlich an die Oberfläche und schnabulieren. Jawohl. So, ähm, dann gucken wir noch einmal ganz kurz hier vorbei, wie das jetzt aussieht mit dem pH-Wert. Denn irgendwann müssen wir reagieren. Wir sind jetzt bei ja, fast 6,9. Ich denke mal heute Abend oder morgen im Laufe des Tages oder Abend, wie auch immer werden wir gucken, dass wir auch hier dann den pH-Wert runterbringen. Das wäre schon ganz wichtig. Das war insgesamt hier die Thematik mitnehmen von dem Lava-Granulatbecken. Ja, okay, so sieht das heute aktuell aus. Schabi, dumm So, meine Lieben, da kommen wir zum Ende für heute. Ähm, ja, ich muss nachher noch Wasserwechsel. Also möchte nachher noch Wasserwechsel weitermachen. Das mit dem Kasten hier, mit dem Schlamm rausholen, ist eine coole Sache. Wieder Wasser läuft ganz langsam hier rein, ganz langsam und wieder raus. Und der Schmodder setzt sich hier einfach ab und das ist eine richtig geniale Sache. Einfach so mal zum Mitnehmen. Mal gucken, inwieweit wir davon etwas haben oder nicht. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ich habe wieder Algen gefüttert aus unserem Rundglasbecken mit der Filtersäule. Das ist auch eine richtig klasse Sache. So ab und zu so ja so ein bis zweimal die woche je nachdem kann ich davon abernten ähm, wobei mir die algen fast gestorben wären wieso weshalb warum verrate ich dir jetzt noch nicht ähm, weil ich muss das noch ein zweites mal ausprobieren allerdings würde ich das nicht so gerne bei dem becken machen ähm, da muss ich mir überlegen wie ich das hinbekomme weil das könnte unter umständen auch eine sehr interessante sache sein aber wie gesagt, ähm, da muss ich erst noch mal ausprobieren. ausprobieren, ob das wirklich daran lag. Wenn denn ja, wäre das eine coole Sache, auch daraus lernen zu können. Die schnabulieren immer noch hier. Es ist eine coole Sache, ne? wenn man so ein System hat und sich auch eingestellt drauf hat, auch selber als, ne, im Zusammenhang miteinander. Ne? Coole Sache. So, okay. Ähm, Zeolit, das Projekt, wird auch spannend werden. Wie gesagt, wir müssen jetzt herausfinden, also wir haben auf jeden Fall pH-Wert unter 7, das ist eine coole Sache für Weichwassergarnelen. Ähm, wie der pH-Wert sich einpendelt, ähm, im Internet habe ich eine, einen Wert gefunden, das pH-Wert 6,4 bei Kieselsäure, ob das jetzt allgemein so ist oder... oder wie auch immer, weiß man nicht. Ne? Hängt ja auch wieder vom System ab, was man noch dazu führt und so weiter und so fort, was verbraucht wird. Von daher müssen wir abwarten, wie sich das damit entwickelt. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, richtig genial, dass das dann doch uns in Zukunft vielleicht was bringen wird. So, Düngen. Wie gesagt, der Block ist fertig mit Wasserwechsel. Die anderen muss ich noch. Aber ich mache das auch so, wie ich Zeit habe. Das eilt jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. Ne? Wenn ich Ruhe brauche, dann Ruhe und dann ist gut. Ruhe brauche ich nämlich jetzt auch. Ich gehe jetzt gleich ins Bett. Wir haben jetzt 10 Uhr, kurz nach 10. Ich bin schon seit 3 Uhr wieder wach. Ja, manchmal ist das so. Ne? Gestern habe ich gepennt, wie verrückt. Und heute eben mal wieder nicht. Aber ist nicht so schlimm. Dann lege ich mich jetzt gleich hin. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Also Düngen, ja. Wir haben es letzte Mal gedüngt, erst vor ein paar Tagen. Das ist noch gar nicht lange her. Und zwar am 9.11. NPK Dünger. Genau, am 9.11. Heute ist der 12. Ne? Ich muss mal gucken, also die Becken, wo jetzt wenig Algenwachstum ist, da wird heute nochmal nachgedüngt, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt hier unten bei den großen Becken. Da werde ich die Tage auch nochmal genauer reingucken bei den Mixbecken, denn dort sind gar keine Algen mehr da. Nichts mehr. Überhaupt gar nichts mehr. Alles weg. Und da muss ich jetzt gucken, dass ich tatsächlich mehr dünge. Ne? Das sind so vom Becken zu Becken verschiedenste Nuancen, die man halt beobachten muss. Ne? Bei den anderen klappt das soweit ganz gut. Aber egal, man muss sich jedes Becken rannehmen und gucken. Ne? Das ist so. Die einen Becken da sind grüner und die, also von den Wandungen her, die anderen eher weniger. Und da muss man halt dementsprechend nachjustieren mit Nährstoff. Ne? Und dann funster schon, aber auch nach wie vor minimalistisch. Ne? Ein bisschen ist gut, viel kann eine Katastrophe hervorrufen. Ne? Ganz wichtig. So, okay, genug gelabert. Ich bin jetzt echt müde, also wirklich hundemüde. Und dann haue ich mich jetzt ins Bett. Und dann gucken wir demnächst, wie es hier weitergeht. Insbesondere natürlich mit dem Lavagranulatbecken. Ne? Das wird eine ganz spannende Geschichte. Ja, pH-Wert äh, Senkung wissen wir schon mal zwei Möglichkeiten bis jetzt. Ich würde übrigens nicht raten, mit Chemikalien anzufangen. Ne? Macht das bitte nicht. Ne? Also die Systeme sollen funktionieren, auch von alleine, ne? und die sollen sich langsam einstellen. Denn ansonsten bekommst du Probleme ohne Ende. Und das äh, nein, macht das bloß nicht. Also wieder, wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal Soil Background im Prinzip. Das sind diese Kästen, die wir kennen von, von den Red Fancy Tiger, ne? ähm, die wir von dem Schwimmpaddel haben. Und eben auch mit abgelagertem Eichenholz. Aber nach wie vor weiß ich nicht, wie das aussieht, wenn man jetzt normales Eichenholz nimmt. Im Prinzip geschnitten, gespalten, getrocknet. Ne? Das weiß ich noch nicht. Testen wir auch irgendwann aus. Aber bis dato. Haben wir immerhin schon zwei funktionierende Wege. Auch da muss man natürlich kontrollieren und messen. Da kommt man nicht drum rum. Das ist halt so. Okay.